das behagt den Michi auch jetzt so, wie es ist. Es ist auf jeden Fall nicht mehr eckig. Genau, scheiß mal ordentlich auf das Feld, dass da was passiert. So, wir setzen schon mal Samen an. Warum fehlt hier, ey, warum fehlt... Ah, okay. So, das Feld ist bepflanzt. Was passiert dann? Aha. Also umzäunen. So. Jetzt müssen wir uns bloß mal auf die Suche nach einem Dorf machen, dass ich Karotten und so einen Scheiß kriege. Das soweit. Soweit so gut. So.
kühlen wir das natürlich wieder aus, dass hier wieder Gras drauf wachsen kann. Dass auch mal Gras über die ganze Sache wachsen. Ernte ich das Zeug dann? Mit der Hand. Okay. Dann wachst mal. Wachset. Wachset und gedeiht. So, was machst du jetzt? Außer das. Ja, das sieht schon ganz in Ordnung aus. Also wenn ich jetzt von hier oben drauf gucke, sieht das ganz cool aus. Das ist auf jeden Fall schick. So. Hier muss auch noch gebaut werden. Ein bisschen rüber zur Treppe wenigstens noch, dass es vollständig ist. Ja, und dann gucken wir mal, was wir jetzt als nächste Aufgabe machen. Ich weiß gar nicht. Hast du eine Idee, was wir jetzt als nächstes machen können? Vielleicht einfach mal, die nächsten Folgen werden wir wahrscheinlich einfach mal erkunden gehen. Also Leute, die Folge ist ja noch nicht zu Ende, aber ich weise euch jetzt darauf hin, wir werden die nächsten Folgen dann höchstwahrscheinlich mal erkunden gehen, mal ein bisschen rumsuchen, was es alles so gibt und ja, mal gucken, ob wir noch ein bisschen anderes Zeug kriegen für unsere Felder und vielleicht mal ein bisschen Viehzeug fangen. Weiter und so fort. Wir haben ja jetzt schon einiges geschafft hier. Wir haben jetzt Ställe, wir haben Felder. Das sieht gut aus, oder? Ich habe überlegt, da einen Brunnen in der Mitte zu machen. Das. So, okay. So, fertig. Nee, Quatsch. Wo denn?
Ja, auf jeden Fall. Oh, lass du mich. Komm, mach keinen Scheiß. Was? Ja, weil du auf mich geschossen hast. Ich hab Brunnen uncool. Ja, der Brunnen ist eine doofe Idee. Okay, der kann ja einfach nur so aussehen, als wäre es ein Brunnen. So. Ich habe mir das ein bisschen anders vorgestellt. Ich hätte nicht gedacht, dass das da direkt drüber fließt, weißt du? Dass hier unten eins
weiterbauen müssen. Dass das dann in den Brunnen einfließt sozusagen. Ja, ich meine, hätte ich das jetzt so gemacht, eins breiter, dann wäre es gegangen, oder? Jetzt in der Mitte raus. So würde es auch funktionieren jetzt, oder? So, kann man das noch irgendwie verzieren? Auf eine coole Art und Weise. Warte mal. Guck mal, wir haben hier so eine Treppen. Nee. Das sieht richtig beschissen aus. Da jetzt bin ich wieder drin. Voll der Profi, Alter. Das gibt's doch nicht, Alter. Du kleines Nübchen. Ein Nübchen im Hinterstübchen. Zuckerrohr, ja. Das ist ja dein Repertoire, was du da dann machst. Ja, ich muss aber erstmal allgemein, weißt du, ein bisschen klarkommen mit dem Spiel. Ja, weißt du, was da kleine Kinder bauen und was wir bauen, Alter? Das ist schon ein Riesenunterschied. Guck mal, was wir hier bauen.
Naja. Nicht, genau, so sieht es nämlich aus. Nicht. Schlafen gehen. Ja, das ist auch eine coole Idee, ein Leuchtturm. Den können wir auch als nächstes mitbauen. Das wäre doch episch. Na, ich würde sagen, den bauen wir mal zusammen. Dass nicht jeder mal was eigenes baut, weißt du? Deins gefällt mir allgemein. Das hinkriegst, rot-weiß. Wie geht eine rot-weiße Wolle? Und dann einfärben oder was? Wo kriegt man rot her? Ja. So, siehst du jetzt da. Mein Front funktioniert irgendwie so. Oh, das sieht irgendwie gar nicht aus wie ein Front, ey. Das sieht aus wie ein Scheißstück Dreck. Das sieht aus wie Scheiße, ohne Scheiß. Weil das so ein Block einfach nur so Blockwasser ist, weißt du? Sieht das irgendwie doof aus. Das sieht nicht aus wie Brunnen.
lass das jetzt trotzdem. Brauche ich später irgendwie mal einen besseren Brunnen. Oder nehme ich es doch weg? Ach Mann, ich habe keine Ahnung. Da muss man die Brunnen einfach größer bauen. Breiter, dass das nicht so wie ein Klotz aussieht. So, das ist einfach für mich, das ist einfach nur ein Klotz Wasser, der da runterläuft. Naja. Okay. Ja, Leute, die Folge ist jetzt auch zu Ende. Wir machen jetzt mal Pause. Wir haben jetzt ja schon stundenlang am Stück gezockt. Reicht erstmal und dann muss ich auch noch einen Trailer klar machen. Und dann wird heute die erste Folge kommen, aber das kriegt ihr ja eh nicht mit. Wenn ihr die Folge dann seht, dann ist die erste Folge schon einige Tage da oben. So. Okay. Das war's dann erstmal mit der Aussicht auf das Baumhaus, auf die Stallungen, auf den hässlichen Brunnen und auf die hässlichen Betten, die einfach rumstehen. So, dann verabschiede ich mich. Wir sehen uns bald wieder. Schaltet wieder ein, wenn es heißt mit Rambazamba durch die Gamerwelt bei Let's Play Today. Tom Thompson. Bis dann. Ciao.